Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei In Balz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Februar 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Schau dir die ebenfalls immer an, okay? Also, schauen wir mal. Gehen wir zu deiner Legung über, Krebs. Beim Mischen sind Ass der Stäbe und Sechs der Kelche herausgefallen. Sechs der Kelche ist jemand aus der Vergangenheit. Mit Ass der Stäbe soll jetzt alles anders werden. Das ist so wie eine Wiederaufnahme von etwas Altem und die Veränderung dessen. Es ist so wie ein Remix, der gemacht wird mit einem Lied, das schon existiert. Das ist das, was rausgefallen ist. Was ich aber von meinem geistigen Auge gesehen habe, war ein ziemlich interessantes Bild. Ich habe dich als Königin der Münzen gesehen. Und die Königin der Münzen ist die, die was erreicht hat, in ihrem Power steht, ihre Stabilität hat, ihre Rechnungen zahlen kann und darüber hinaus sich Dinge gönnen kann. Ja, also es geht dir in Bezug auf das Materielle, in Bezug auf deine Strukturen, in Bezug auf deinen Haushalt, geht es dir gut, Krebs. Und auf der Königin der Münzenkarte hält die Königin eine Münze und schaut die Münze an. Vor meinem geistigen Auge aber hast du deine Nägel angeschaut. Und zwar so. Du hast so deine Nägel so hingehalten, sitzt da auf deinem Thron und schaust dir deine Nägel an. Ich habe irgendwo mal so einen Spruch gelesen, so als Witz stand mal irgendwo, dass man daran zum Beispiel eine Mörderin erkennt. Also nicht im Sinne von, wenn du rumläufst und jemand schaut sich auf die Nägel, das ist eine Mörderin. Nee, das ist eher, wenn mal jemand gestorben ist und unter anderem eine Frau verdächtigt wird, würde sie, falls sie Mörderin ist, sich auf die Nägel schauen. So ihre Nägel begutachten da bei der Befragung. Ich glaube, der Witz fiel bei Modern Family. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, es ist so, wie wenn du Krebs, gell, schaust du deine Nägel an, dir bewusst darüber bist, dass dir jemand zu Füßen kommen wird, dass du die Jagd erfolgreich abgeschlossen hast, dass dein Gegenüber dir erlegen muss. Ja? Das ist so wie ein, wie wenn da vorhin ein Gegenüber war, der die sich nicht angenähert hat, nicht bereit dazu war, eben diese Veränderung durchzuführen, Sechster Kelche, Ass der Stäbe, und du jetzt ganz genau weißt, der muss das, das geht gar nicht anders, ich bleib hier bei meinen Aufgaben in meinem Leben, ich tue das, oder ich kümmere mich um mich selbst, und der wird kommen. Ja, ist so das. ist eine schöne Energie. Schauen wir mal. Hoppala. Ach, der Kelche. Wie sollen wir es nehmen? Das hier bedeutet Abschied. Das hier ist der Abschied genommen hat, der kommt wieder. Wollen wir es so lassen. Der ist so gefallen. Ich nehme den so. Bei Ach, der Kelche geht es um Remix. Oder um eine Neuinterpretation von etwas. Sagen wir mal, Madonna bringt oder geht in ein Studio und nimmt Like a Virgin auf und dann, oder nimmt, nein, sagen wir mal, Papa Don't Preach. Hä? Sie geht da in ein Studio, Papa Don't Preach, hä? Und dann findet sie doch, das ist gut, jetzt gehe ich weiter und mache andere Projekte und dann kommt irgendwann Kelly Osbourne und meint, nee, ich nehme das hervor, ich finde, das könnte man noch besser tun, machen, hä? Noch besser aufnehmen und nimmt es nochmals auf. Das ist das. Wer auch immer hier den Rücken etwas zugekehrt hat, wird nochmals damit beschäftigt sein. Krebs, irgendetwas hast du in der Vergangenheit den Rücken zugekehrt, es hat dich nicht erfüllt. Du wirst an einem Punkt sein, wo du dich nochmals drum kümmerst. Momentan schaust du dir auf die Nägel und du wartest darauf, dass dieser Mensch dir zu Füßen kommt. Wird auch kommen, das steht dafür. Menschen, die sich verabschiedet haben, kommen wieder. Aber glaub mir, auch wenn du momentan sehr cool bist, du wirst genauso bemüht drum sein, da einen besseren Song draus zu machen. Okay. Der Narr, Neustart.
Fangen wir von Null an, wird es hier heißen. Der Narr springt hier in Richtung 8 der Kelche etwas aus der Vergangenheit, das ein bisschen wie sauer geworden ist. Wir haben hier eine leere Stelle. Es ist an einen Punkt gekommen, wo es einen ein bisschen, also nicht so wirklich erfüllt hat. Da wird nochmal von vorne angefangen. Das ist die Nullkarte. Okay, das ist die Nullkarte. Der Narr, das bist du, Krebs. Das bist du. Das ist die Krebskarte, du siehst hier Krebs. Diese zwei Karten hier ähneln einander sehr. Auch dieser Mensch hier geht einen ungewissen Weg. Hier ist auch ein ungewisser Weg. Das hier, oder hier kann ich eine ganz klassische Aussage machen. Eine ganz klassische. Bei der Mondkarte geht es darum, dass wir generell im Leben nicht wissen, was uns erwartet. Kann niemand sagen. Auch ich kann das nicht sagen. Also in Bezug auf mein Leben. Generell im Leben kann man nicht sagen, was auf einen zukommen wird, wohin alles führen wird, wie unser Leben in 5 Jahren aussehen wird. Sagen kann man schon, bla bla, geht schon, aber schlussendlich sieht es dann ganz anders aus in 5 Jahren. Auch wenn du momentan nicht so recht weißt, wohin es ab jetzt hingehen wird, wirst du es in Bezug auf dein Liebesleben sehr genau wissen. Wir haben hier mit der Nahkarte die Sonne, die dir den Weg zeigt. Also in Bezug auf Beruf bist du ein bisschen am Überlegen. In Bezug auf Familie, Eltern, Onkeln, Cousins, Cousinen, Geschwister, weißt du auch nicht so recht, wohin es führen wird. Oder all diese verschiedenen Punkte in deinem Leben, in all diesen Punkten bist du momentan an einem Ort, wo du ein bisschen so die Dinge geschehen lässt und mal schaust, was auf dich zukommt. Ich sehe dich keine großen Entscheidungen treffen momentan in deinem Leben, aber in Bezug auf dein Liebesleben wird hier die Sonne scheinen. Okay? Es ist witzig, normalerweise wissen die Menschen im Liebesleben nicht, wohin es führen wird und alles andere ist klar. Man hat einen Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Mama ist so, Papa ist so, Geschwister sind so, oder? Normalerweise weiß man das alles, bei dir ist es umgekehrt. All die Dinge, die eigentlich ziemlich klar sind, sind bei dir momentan so ein bisschen diffus und du wartest drauf, wohin das Ganze führen wird. Aber in der Liebe, da wirst du Klarheit haben. Da wirst du Klarheit haben. Der Mond, 8 der Münzen. Das hier ist dein Gegenüber, der dir zu Füßen kommt und hier dran arbeitet, dass das Ganze gefestigt wird. Das ist genau die Energie, die ich meine. 8 der Kelche hier, 8 der Münzen hier. Was ihr jetzt durchgemacht habt, war die nötige Transformation, damit ihr überhaupt zueinander finden könnt. Die Menschen reden von Seelenpartner und solchen Dingen. Ja, ich finde das ziemlich respektlos gegenüber der Natur. Es gibt nie zwei Menschen, die genau gleich sind. Das gibt's nicht. Es gibt auch nicht Seelen, die gleich sind. Das gibt es nicht. Und merkt man daran, dass diese Menschen nie zusammenbleiben. Gibt's nicht. Man kann Menschen, die, oder es gibt so 80, 90 Jahre alte Paare, die seit 50, 60 Jahren zusammen sind, man kann diese Menschen fragen und die werden sagen, wir haben durch Kompromissbereitschaft haben wir es hierher geschafft. Oder dadurch, dass wir stets es geschafft haben, dass unsere zwei Seelen miteinander leben können und nie wir sind eins. Und, nein, das ist einfach so ein Trendgelaber momentan. Was ihr zwei durchgemacht habt, war die nötige Transformation, damit eure Seelen beieinander leben können. Jeder Mensch, den du kennenlernst, Krebs, wird ganz anders wie du sein. Weil bei jedem Menschen ist die Seele ganz anders. Jeder Mensch ist individuell. Die Frage ist immer, ob man, nachdem man eine gewisse Zeit miteinander verbracht hat, sich sagt, okay, ich werde jetzt hier von meiner Seele werde ich so ein bisschen nach links gehen in Richtung Krebs und du dann, okay, und ich komme ein bisschen nach rechts, ohne meine Seele aufzugeben, komme ich ein bisschen in deine Richtung, damit wir hier einigermaßen zueinander finden können und gemeinsam nebeneinander leben können. Und das ist die Frage, ob es dahin führt oder ob Menschen dann sagen, nee, ich mache kein bisschen einen Schritt nach links zu dir oder du
nach rechts. Das wird nicht klappen, dieses Beieinandersein. Wir werden immer verschieden sein, sehr verschieden und nie zueinander neigen sozusagen. Hier läuft es darauf hinaus, dass dein Gegenüber sagt, ich neige zu dir. Und du schaust dir deine Nägel an und du hast bisher immer gewusst, als Königin der Münzen, das war das, was ich vorhin gesehen habe von meinem geistigen Auge, du hast gewusst, der kommt. Das ist der König der Münzen hier und das, was dieser Mensch mit mir haben kann, kann dieser Mensch mit niemandem haben, sagst du, der wird kommen. Und der wird hier dran arbeiten, diesen Weg hier zu erleuchten zwischen uns beiden. Okay? Und das ist ja die Sache. Wir haben hier Hund und Wolf. Gleich, aber doch grundverschieden. Also grundgleich, aber doch grundverschieden mit einem gemeinsamen Weg. Und das ist ja genau das, was ich hier meine. Diese Leute da, die über Seelenpartner reden, die reden nicht über solche Dinge. Die reden davon, dass man eine halbe Seele ist, die andere Seite ist auch eine halbe Seele und nur gemeinsam ist man eine ganze Seele. Das ist Stuss. Das ist Blödsinn. Es ist Blödsinn. Das hier ist die Wahrheit. Wir sind alle zwar grundgleich, wir sind alle Menschen, spätestens auf der Toilette sind wir alle gleich, aber doch sind wir alle grundverschieden und müssen irgendwie versuchen, den gemeinsamen Weg hier zu finden. Also müssen, wir können. Wir entscheiden selbst, ob wir bereit dazu sind, mit jemandem einen ungewissen Weg zu gehen hier. Da kommt jemand aus der Vergangenheit und wird hier dran arbeiten, die Stabilität wiederherzustellen in dieser Verbindung. Hoppala, ist wieder rein. Ihr habt hier die Siebner-Karten, habt ihr durchgemacht. Die Fünfer- und die Siebner-Karten sind sehr unangenehm. Mit den Fünfer-Karten kommt das, was man bisher empfand, durcheinander. Und mit Sieben ist dann die Transformation, oder? Bei Fünf ist das so, wie wenn ihr euch kennengelernt habt und irgendwie war alles gut, aber mit Fünf ist alles durcheinander gekommen. Ja? Aber wir hatten es doch gut, sagt man. Und dann kommt es mit Fünf durcheinander, mit Sechs schaut man eher auf sich selbst oder vermisst einander. Das ist so wie die Zwischenphase hin zu Sieben, wo es dann eben um die Transformation geht. Bei dir hatte sich Sechs der Kelche gezeigt. Das heißt, nach dem Durcheinander mit Fünf der Kelche, Fünf der Stäbe, Fünf der Münzen, Fünf der Schwerter, fing bei deinem Gegenüber die Sehnsucht an, bei dir auch. Ich sehe das beidseitig. Und deswegen geht dann die Siebnerzahl, die Transformation, in eine gemeinsame Richtung, nicht in eine getrennte Richtung. Okay. Mit Sechs der Stäbe hätte es vielleicht anders ausgesehen, wenn jemand oder lieber auf den Markt geht und dort bessere Kandidaten oder so sieht oder Sechs der Schwerter, wo man sagt, nee, ich wende mich ab, gehe da in eine andere Zukunft und so. Aber hier hat man sich wie zueinander entwickelt in der Trennungszeit. Wir haben hier die achte große Arkane, das ist die Kraftkarte. Hier geht es darum, dass die Situation hier wieder geheilt wird. Okay. Und das hier, schau mal, Krebs, schau dir dieses Bild an. Was ist das? Das ist ein Mensch. Wenn wir es mal ganz realistisch betrachten, ist das eine Frau, die einen Löwen streichelt. Geh mal in einen Tierpark und versuch mal einen Löwen zu streichen. Schau mal, wie der reagiert. Kein Löwe reagiert so. So knuddi-knuddi. Nur gegenüber dem Besitzer oder dem Herrn, der Dame, oder dem Besitzern. Aber falls es vertraut ist, aber nicht einfach so irgendeiner mit solchem Outfit. Und der Löwe steht ja für das Impulsive, steht für das Feuer. Und was auch immer Feuriges, Impulsives in deinem Gegenüber hier schädlich war, du hast es jetzt im Griff. Dieses Bild hier ist der Inbegriff von deiner Haltung hier, dem Blick auf die Nägel da. Da hast du es, ach der Münzen, da wird dran gearbeitet. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, wie es hier weitergeht und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und da, wo ich Action sehe, beziehungsweise für jene, die keinen Kontakt haben, werde ich hier diese Zeitkarten fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Das hier sind Zeitkarten und die werden uns genaue Zeitangaben machen, okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.